Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mehr Leute über unterstützte Kommunikation wissen. Dass die Hilfsmittel praktikabler im Alltag werden. Von den Mitmenschen wünsche ich mir, dass mehr Geduld und dass sie nicht gleich aufgeben, wenn man versucht, miteinander zu kommunizieren. Außerdem wäre es gut, wenn diese die Leute, die UK nutzen, direkt ansprechen würden und nicht immer die Assistenzen, die sie begleiten. Ich wünsche mir, dass mehr Leute auf mich zukommen und mich selbst fragen, was ich da habe. Ein Recht soll das werden. Ja. Also ein Mensch ohne Lautsprache hat das Recht auf unterstützte Kommunikation und nicht braucht nicht dankbar zu sein, wenn jemand so nett ist, das mit ihm zu machen. Es muss selbstverständlich werden, dass Menschen ohne Lautsprache ein Teil der Gesellschaft sind. Sie haben die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten. Heute kommt noch immer gerne der Fürsorgegedanken durch. Und wir werden nicht auf Augenhöhe behandelt. Mein Ziel ist erreicht, wenn der erste Vorsitzende der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation unterstützt spricht.